Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Videorezension, dieses Mal zu Loyalitäten von Delphine de Vigan. Zunächst einmal, was ist der grobe rote Leitfaden in diesem Buch? Es geht um Theo, er ist ein ruhiger Schüler und durchaus gut in der Schule. Er ist niemand, der einen auffallen würde, doch seine Lehrerin bemerkt etwas an ihm, beziehungsweise meint, etwas an ihm wiederzuerkennen, was aus ihrer eigenen Vergangenheit herrührt. Sie würde gern etwas tun, ihm helfen, weiß aber nicht wie. Theo ist Scheidungskind und wohnt abwechselnd bei je einem Elternteil, muss sich allerdings fast mehr um sie kümmern als andersherum. Und dieser Druck, diese Überforderung treibt ihn bereits in diesen jungen Jahren in eine Alkoholsucht. Auch sein bester Freund Matisse würde ihm gerne helfen, weiß aber nicht wie, kann sich auch niemandem anvertrauen, ohne Theo in den Rücken zu fallen und damit die Loyalität zu ihm zu brechen. Meine Meinung und Leseeindrücke zu dem Buch. Dieses Buch ist aus verschiedenen Sichten geschrieben. Wir haben einmal Theo, wie gesagt, meines Erachtens unser Protagonist dieser Handlung. Dann noch seinen besten Freund Matisse, die übrigens beide samt in Erzieherzähler geschrieben sind. Und dann haben wir noch die Sicht von Helen, das ist die Lehrerin der beiden. Und von Cécile, das ist die Mutter von Matisse. Und die Sichten dieser beiden Frauen sind im Ich-Erzähler geschrieben worden. Wenn es tatsächlich einen tieferen Sinn geben sollte, warum diese unterschiedlichen Erzähltypen gewählt wurden, dann hat sich mir das ehrlich gesagt nicht erschlossen. Aber zunächst einmal, die Last, die jede einzelne Figur hier drinne tragen muss, ist enorm und dementsprechend auch die Themenvielfalt. Das Offensichtlichste, wir haben die Familiensituation von Theo, also wie gesagt, ist er ein Scheidungskind, der abwechselnd bei den Eltern wohnt und gerade seine Mutter noch einen unglaublichen Hass auf ihren Ex-Mann hat und dieser Rosenkrieg auf seinen Rücken ausgetragen wird, sowohl unbewusst als auch bewusst. Und wir haben eben auch die Situation, dass er sich um einen Elternteil wesentlich mehr kümmern muss, als es normal wäre. Und dann die daraus resultierenden Schlafstörungen, die Flucht in den Alkoholkonsum. Es gibt aber noch zahlreiche weitere Themen, um da mal nur ein paar zu nennen. Wir haben hier auch das Thema Kindesmissbrauch oder häusliche Gewalt, Menschenhass, Rassismus und dessen Verschleierung, Armut, Selbstaufgabe, vielleicht auch so generell der soziale Status, Traumata, vielleicht auch grob gesagt das Versagen von Empathie, das Fehlen von Hinsehen, wenn da jemand ist, der Hilfe benötigt. Weil stattdessen wird in der Regel lieber weggesehen. Vielleicht, weil man sich auch nicht traut, aktiv zu werden. Das ist für mich auch die größte Aussage in diesem Buch. Dieses Verweilen im Nichtstun, beziehungsweise das Aufrechterhalten des Nichttun-Müssens, das wird in diesem Buch zu Recht und sehr gekonnt angeprangert. Es ist unglaublich, wie viele Lebensbereiche und Themen in ein so dünnes Buch passen. Und das ohne, dass eins zu kurz kommt oder dass das zu vollgequetscht wirkt oder dass eins unzureichend behandelt werden würde. Wie jedes einzelne Themenfeld aufgearbeitet ist, wie genau hingesehen wird, wie präzise das wiedergegeben wird, mit immer genau den richtigen Worten, das ist wirklich herausragend. Diese Formulierungen treffen einen direkt und sie bewirken etwas beim Leser, zumindest haben sie bei mir etwas bewirkt. Und man steckt auch dadurch sofort in der Situation drin und fühlt mit diesen Figuren mit. Ich muss aber auch sagen, dass es schon einen Punkt gab, an dem ich so das Gefühl hatte, dass die Geschichte selbst jetzt nicht unbedingt so richtig vorankommt. Wenn auch recht kurz, aber dieser Moment war da. Und das Ende ist übrigens ganz bewusst recht offen gehalten worden. Was auf der einen Seite natürlich dafür sorgt, dass die Fantasie des Lesers beflügelt wird. Dass er sich selbst Gedanken machen kann und muss, was jetzt daraus wird. Was ich wirklich gut finde, aber auf der anderen Seite finde ich das unfassbar fies. Mein Fazit also zu diesem Buch. Ich bin unfassbar beeindruckt von dem Stil der Autorin, die es schafft, so viele Themen auf so kleinen Raum würdig unterzukriegen. Dieser Roman bietet so viel Raum für Erkenntnisse und Reflexion. Das hat mich zum Teil wirklich sehr ergriffen. Das hier wird dementsprechend definitiv nicht das letzte Buch der Autorin gewesen sein, was ich gelesen habe. Habt ihr vielleicht schon weitere Bücher von ihr gelesen? Könnt ihr mir ein bestimmtes empfehlen, mit dem ich jetzt unbedingt weitermachen sollte? Kennt ihr so eine Situation auch, in der ihr wisst, dass ihr jetzt eigentlich handeln müsstet, dass ihr jetzt eigentlich etwas tun müsstet, aber da irgendetwas ist, was euch hemmt, was euch eben dazu bringt, nicht aktiv werden zu müssen. Das war's denn soweit jetzt aber auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!